Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Horizon Zero Dawn. Ja, ich weiß, seit gestern ist Cyberpunk 2077 auf dem Markt. Für alle erhältlich. Ich werde es auch spielen, aber ich lasse mich deswegen jetzt nicht in den begonnenen LP hetzen. Und das begonnene LP ist hier Horizon. Und das bekommt bis zum Ende die Aufmerksamkeit von mir, die es als Spiel verdient hat. Und Cyberpunk kommt direkt im Anschluss als nächstes LP. Also mal schauen, wann ich anfange mit dem Aufnehmen. Das wird auf sich ebenfalls ziemlich sicher sein, noch bevor hier dieses Let's Play die letzten Folgen ausgestrahlt sind, weil ich produziere gut im Voraus. Das brauche ich später noch. Das brauche ich mit ziemlicher Garantie relativ bald, vermutlich. So, und das brauche ich auch. Eichhörnchenknochen. So, kann ich Pflanzen? Ja, hier ist alles weiß und es schneit und bla und naja, gut. Wir haben auch die meisten Türme mittlerweile ausgeschaltet. So. Allerdings steht mindestens noch einer irgendwo rum. Holz habe ich, glaube ich, genug. Ach, in die Kisten wollte ich auch noch reinschauen. Wir haben jetzt mal diese Belohnungskisten bekommen. Hier, diese hier. Die nicht. Die hier. Ne, die auch nicht. Irgendwo fangen dann die Belohnungskisten an. Goldenen. Da haben wir doch mal Blauglanz. Noch mehr Blauglanz. Alte Skulptur. Eulenknochen. Okay. Ich glaube, das alles aber nicht. Ist okay. Wie viel Blauglanz habe ich denn so in Summe? Weiß das irgendwer? 20. Nee. 18 habe ich gebraucht für den berserkermäßig normalen Bogen. Den Blauglanzbogen. Und wenn wir da nochmal genügend Blauglanz zusammenbekommen, dann kann ich mir auch noch eine Rüstung besorgen. Aber ich glaube, meinen blauen Bogen auszutauschen gegen den Blauglanzbogen. Ist auf jeden Fall eine gute Investition, die mich hier deutlich weiterbringt. Besonders weil er viel Bogen schießen muss. Nachdem der Stab nicht mehr. Noch eine Frostklaue. Wir bereiten uns besser vor. Ja, wir speichern besser ab und gehen dem Viech danach aus dem Weg. So. Mein Frieren ist zwar ziemlich ungeil. Im ganzen Schnee schaut das aus, als so wie man sich Weihnachten immer wünscht. Und so wie es eigentlich ehrlich gesagt noch nie bei uns war. Oder nur äußerst selten, dass Weihnachten mal Schnee lag. Kann ich mich jetzt nicht wirklich dran erinnern. Ich bin schon ein paar Tage alt. Sie haut immer noch auf ihren Rohren rum und nennt das Musik. Ist okay, kann sie machen. Oh, ich bin, was? Echt?
bist du jetzt hin, du Dachsdackel? Okay. Sprintet er da hinten durchs. Was war das? Das hier. Okay, jetzt bin ich aber endgültig wieder voll mit Heilung. Doch, ja. Die lieben Vögelchen. Lang Beine, nicht Hälse. Lang Hals ein bisschen länger. Ja, das ist ein langer Hals. Tag, Ian. Muss ich ja mal durch. Muss den Häuptling herausfordern, um den Werag zu überleben. Warum wollte ich das eigentlich noch einmal tun? Also, ich meine, der hat doch die gleichen Absichten wie ich, aber ich glaube, der will mich nicht mitnehmen. Und damit ich mitgehen darf, muss ich das Ganze übernehmen oder irgendwie sowas war das. Das ist jetzt schon so lange her, dass ich die Geschichte angefangen habe, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Sehr nahrhaft. Ich habe dir eigentlich nichts zu sagen. Ach, ihr seid hier am Wäschewaschen. Natürlich wollen sie alle blaue Kleidung. Die Farbe werde ich wochenlang nicht mehr abbekommen. Hast du die blau? Seid ihr Klamottenfärber? Die färben hier im Wasser? Oder waschen da die Farbe aus? Da hinten gelb, da hier vorne rot. Und hier ist das blaue Zeugs. Sie wollen alle blaue Klamotten haben. Na gut, okay. Habe Wacker geschlagen, ja. Der hat sowas von auf die Backen gekriegt, der arme Wacker. Aber ich habe. Speichere jetzt erst, dann kaufe ich mir Zeugs, dann speichere ich nochmal und. So. Das ist der Bogen der Wahl. Das ist der, den ich jetzt kaufe. Für 16 Blauglanz. Okay. Okay, wir hatten schon den lilanen. Ich dachte, ich hätte noch den blauen gehabt, aber. Dann war der jetzt nicht so wichtig. Aber okay, passt. Ich wurde nach. So, Alten entfernen. Inventar. Nee, ich will ihn ja nicht rausschmeißen. Ich möchte die Waffenmodifikationen gerne rausnehmen, vor allem diese hier. Ich nehme die beide raus. So. Und dann haben wir hier ich nehme die jetzt auch mal raus hier. So. Es kommt auf jeden Fall die Feuermodifikation rein, die lilane. ...34 Schaden plus Abriss plus Eis. Die ist der Hammer.
Dann haben wir hier Abriss- und Handlings-Dinger. Und dann kann ich da nochmal zusätzlich Abrissschaden reinballern. Das haben wir hier Feuer plus Schaden, Feuer plus Abriss. Und da haben wir dann nur Feuer. Die nur Feuer ist mit ziemlicher Sicherheit die schlechteste. Schock bringt hier nichts. Der hat nur Handhabung, Abriss. Gibt halt auch nochmal ordentlich Schaden drauf. Ja, bei Feuer 15. Das ist tendenziell recht ordentlich. Ich glaube, ich nehme trotzdem hier diese Handhabung mit drauf, mit dem Zusatzschaden. Die 12 Schocks sind mir eigentlich ziemlich wurscht, weil die bringen mir hier nichts, aber... So. Dann speichern wir jetzt nochmal. Du. Ich, ja. Hier, bei der Arbeit. Was ist das da oben eigentlich für ein Ausrufezeichen? Mögest du überleben und siegen. Da. Es ist gut für einen Lehrer, einen Führungswechsel mitzuerleben. So, wer wechselt denn die Führung? Eine geschäftliche Vereinbarung. Hat keine Schwachstelle. Ich vertraue meiner Sippe mit meinem Leben. Der Sand. Was kann ich tun, Burgrenn? Was ist mit dir? Beklage mein verlorenes Glück. Endlich habe ich ein paar Banuk gefunden, die mit Fremden handeln. Und plötzlich sind sie weg. Drei Banuk-Jäger. Schlugen vor ein paar Tagen auf. Keine Vorräte, schlechte Ausrüstung, keine Ahnung, wie man Maschinen ausbeutet. Sie baten mich, sie für eine Reise auszurüsten. Und du kennst mich, Aloy, ich bin sentimental. Sie das Geld geil. Bekamen's auf Kredit. Sie haben nicht bezahlt. Tja, sie wollten. Schau dir nur dieses Donnerkieferherz an. Aber das ist ewig her und ich mache mir Sorgen um sie. Du bist besorgt um deine Kohle. Sag mal, Burgrend, sorgst du dich um ihr Wohlergehen oder um das deiner Börse? Ein Mann kann sich um zwei Dinge sorgen. Aha. Was hast du denn mit ihnen ausgehandelt? Was ich dir sagte. Ich war einfach nur großzügig, Aloy. Sie bringen mir das zerstörte Herz und ich gebe ihnen trotzdem noch eine Chance. Ich habe sie etwas anderes holen lassen. Du hast sie seither nicht gesehen. Keine Spur. Okay, was war das andere? Ein funktionierendes Donnerkieferherz, oder was wie? Was meinst du, sie konnten keine Teile sammeln? Nicht ungewöhnlich bei Banuk. Das ist Schamanenarbeit. Jäger erlegen die Maschinen, Schamanen nehmen sie aus. Kein Schamane unter den dreien. Nur zwei Halbstarke, die sich streiten. Und dieser große, lächelnde Bursche. Wenn Banuk eigentlich nicht ohne Schamanen jagen, was hat es dann mit ihnen auf sich? Das weiß ich nicht. Aber Hammer auf Stahl. Es ist jedenfalls keine glückliche Geschichte. Okay. Wo sind die denn? Sie baten dich, sie für eine Reise auszurüsten. Eine Reise wohin? Nicht sicher. Aber ich hörte, wie sie über das Sonnenreich sprachen, als sie dachten, ich höre weg. Also verlassen sie das Banuk-Gebiet. Vernünftige Idee. Aber das Ganze wirkte nicht wie ein Ausflug ins Grüne. Sie flüchten vor etwas. Okay. Ich bin kein Schuldeneintreiber, Burgrend. Wenn ich sie suche, dann um zu sehen, ob es ihnen gut geht. Natürlich, natürlich. Beim Feuer des Schmieds. Entschuldigung. Ich mag diese Idioten sogar. Der weiche Stahl der Jugend und so. Weicher Stahl, Aber wenn du sie tatsächlich finden solltest, könntest du sie an unsere Abmachung erinnern. Eine Versengerkralle, eine Sehne von einem Pirscher und ein Schnappmaulzahn. Wenn sie mir das liefern, ist ihre Schuld beglichen. Mehr als das. Aber pass auf, dass sie sie nicht zu sehr beschädigen.
Ich überleg's mir. Zuletzt gingen sie Richtung Nordosten. Da kann man gut Maschinen jagen. Wenn sie dir den Aufwand wert sind, kannst du dort nach ihnen suchen. Ein großer Wehrrad ist hier eine Maschine. Aufwand und Wert und ja. Eine bestimmte Rolle. Die drei Jäger, die sind bei meinem letzten... Der andere Turm ist von der Karte verschwunden. Dann habe ich noch drei Türme, die wohl... Vier Türme, da unten ist noch mal einer. Das sind hier nochmal... Warum sind hier so viele Kackdämonentürme? Die sind noch ausgegraut, da war ich noch nicht mal in der Nähe. Es gibt keinen hellen mehr. Pirscher-Areal, der war hier bei den Scheißpirschern. Eieieiei. 1, 2, 3. Hier. Dann irgendwo da hinten. 4. Ich sehe immer mehr. 5. Jesus Christ. Ach ja. Da haben wir wohl noch ein bisschen was zu tun hier. Ich hätte mich einem anderen Wehrrad anschließen sollen. So. Entweder gibt man immer sein Bestes oder akzeptiert die Niederlage. Genau, akzeptier mal deine Niederlage. Mein Volk erzählt sich über deine Taten viele Geschichten. Du scheinst besonderes Interesse an unserem Flächenschnee zu haben, Fremde. Ja. Und scheinbar werde ich auch nur so alles davon sehen können. Du forderst mich? Für den Verak. Du? Das ist wohl ein Witz. Es ist kein Witz, Aratak. Ich verstehe. Sie handelt als deine Hand. Und mit deiner Unterstützung bin ich gezwungen anzunehmen. Du enttäuschst mich sehr, Schwester. Du hast mich vom Donnerkampf ferngehalten, Bruder. Bruder und Schwester, das ist etwas komplizierter, als ich dachte. Nein, ganz einfach. Du triffst mich bei den Frostfingern. Dann bereite ich diesem Hohn ein Ende. Was magst du da machen? Magst du dich von den Fingern runterstürzen oder was? Kinder. Ich schulde dir wohl eine Erklärung. Ja, mindestens. Ja. Ich glaube, das tust du. Warum hast du nicht erzählt, dass du Arataks Schwester bist? Ich dachte, das wäre nicht nötig. Dass Aratak es einer Fremden gegenüber erwähnt hat. Er muss sehr wütend sein. Ich komme nicht so gut zurecht mit Menschen. Ich bevorzuge eher Geisterstimmen. Oder mich selbst. Ich wollte nicht, dass du unsere Reise als irgendeine Art Familienzank siehst. Sie ist viel bedeutender als das. Dass das bedeutender ist als ihr beide, das ist, glaube ich, jedem klar. Es wäre trotzdem eine sehr sinnvolle, hilfreiche und vor allem wichtige Information gewesen. Also von dem her. Mutig, das muss ich dir lassen. Den eigenen Bruder anfechten. Er gab mir keine Wahl. Er denkt, ich bin ein Kind, das bei der Jagd abgeschoben wird. Er würde mir mein Schicksal verwehren. Und dennoch wusste ein Teil von mir, dass er mir vergeben würde. Am Ende. Das tut er immer. Na, du bist die kleine Schwester, natürlich. Der hat dich lieb und er will dich beschützen. Ich hoffe, du bist die kleine Schwester, nicht die große. Ansonsten ist es ein bisschen komisch. Familiendrama beiseite. Wie soll diese Herausforderung aussehen? Du und Aratak werden Maschinen bei den Frostfingern jagen. Der Schnellste wird der Sieger sein. Es wird nicht einfach. Nichts hieran war es bisher. Wenn wir uns am Startpunkt treffen, erzähle ich mehr. Am Fuß der Hügel ist es einfacher zu erklären. Sei einfach ehrlich. Oh ja, es ist egal, wer mit wem verwandt ist. Ich will wissen, was im Donnerkamm ist. Die Stimme, der Dämon und wie alles mit den Maschinen zusammenhängt. Und was mit Seilen los ist. Wenn wir das durchziehen wollen, musst du ehrlich zu mir sein. Ich
habe dich unterschätzt. Ja, das tun alle, das bin ich gewohnt. Und Aratak. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Wir sehen uns bei den Frostfingern. Also eine Wettjagd, na toll. Dann riskiere ich mal mein Leben, um eine Banu-Jagd zu anzuführen. Ich bin kein Jäger geworden, um vor Herausforderungen davonzulaufen. Frostfinger, ich komme. Die Jagd nimmt ihren Lauf. Ja, wo sind denn die frostigen Finger? Die sind da drüben. Da gehen wir jetzt erst zu den Verag-Jägern. Denk dran, des verrückten Sonnenkönigs Grausamkeit hat ihn überlebt. Selbst wenn wir Meridian trauen können, Sonnenfall steht noch. Ja, ja, ich bin ja damit auch noch nicht fertig. Ich will jetzt erst noch ein bisschen was über die Hintergründe von Silent rausfinden. Und ansonsten habt ihr hier massenweise Probleme, Kinders. Die werde ich gleich mit beseitigen. Mache ich nur mit euch. Auf der ganzen Welt Chaoten und Idioten. Wunderbar. Naja, passt ja wunderbar. Da lebe ich genau in der richtigen Zeit. Koppel, koppel. Eine schreckliche Art zu sterben. Das die zwei Streithähne oder der große oder. Das sind aber nur zwei von drei Jägern. Na gut, ich bin ja auch noch nicht am Ziel. Eventuell leben die ja doch noch alle drei. Und das ist irgendwie anders. Ach, na toll. Panzerzipfelklatscher. Junge!
Wow. Okay, Feuer macht ihm nichts aus. Schild hier. Moment. Ich glaube, ich häng. Das ist jetzt blöd. Hier unten fest. Komm jetzt hier wieder raus. Irgendwo wieder hochfinden, ja? Bleibt mal noch ein bisschen liegen. Schauen wir doch mal, was wir hier alles rausziehen. Ja, auf jeden Fall einiges abgesprengt. Das ist mit den Panzerrücken, die verteilen wir aber ziemlich in der Gegend. Wir verteilen überhaupt relativ viel mit unseren Schüssen in der Gegend an den Maschinen. Aber vorbereitende Schwächung ist ein halber Sieg, also... Ich fühle mich da gar nicht so fürchterlich feig bei. Das kostet halt tatsächlich jedes Mal reichlich Material. Jetzt sind wir aber jetzt, glaube ich, auf einem guten Stand.
Ich kann die Jäger weiter suchen gehen. Vielleicht finden wir die ja auch noch. Was hier denn? Diese Tierfigur. Ah ja. Die Form kommt mir bekannt vor. Notizbuch. Frozen Wild Text Datenpunkt Welt. Werden die Touristen in den Park zurückkehren? 1. März 2045. Mani Jeffords. Mammoth Hot Springs Roosevelt. WY. Brückenbogen schwebt über der Straße zum Nordeingang des Yellowstone National Parks. Während seiner Blütezeit passierten monatlich mehr als 100.000 Menschen diesen Bogen auf ihrem Weg zu solch gefeierten Wahrzeichen wie dem Geysir, Old Faithful, dem mächtigen Yellowstone River und der leuchtenden Grand Prismatic Spring. Seit Präsident Ulysses S. Grant im Jahr 1872 das Gesetz unterzeichnete, welches zur Gründung des Yellowstone Nationalparks führte, hat das Gebiet Waldbrände, Weltkriege und Erdbeben überstanden und über 150 Jahre lang Freunde aus aller Welt angezogen, bis Umweltprobleme die gesamte Welt ins Chaos stürzten. Im Jahr 2031 zog die Bundesregierung die Förderung des Parks zurück und unterschrieb dem Bundesstaat Wyoming das Gebiet woraufhin die Besucherzahlen stark zurückgingen. Die zuverlässigen Ausbrüche des Old Faithful zogen keine Besucher mehr an und das Mammoth Hot Springs Hotel, in dem Gäste sich einst Bison-Hackbällchen schmecken ließen, blickte verlassen über die Wildnis des Parks. In den 30er Jahren wurden mehrere Versuche unternommen, den Park zu privatisieren. Viele Firmen, darunter die mächtige Faro Automated Solutions, unterbreiteten Angebote. Nachdem Ferros Angebot 2040 abrupt zurückgezogen wurde, stellte man den vernachlässigten bundesstaatlichen Schutz von öffentlichen Parks im Rahmen der Linderung des Klimawandels durch technologische Mittel wieder frei. Während die Welt sich mühsam erholt, wird Yellowstone ihr nacheifern. Nächste Woche wird der Park erneut an die Regierung der Vereinigten Staaten überschrieben, wobei Faro Automated Solutions die Übergabe finanziert und als Geldgeber für bislang nicht näher angegebene neue Einrichtungen fungiert. Der Tourismus profitiert bereits von diesen Verfahren und schon bald werden das Mammoth Hot Springs Hotel und der Park selbst wieder vor Besuchern strotzen. Wir freuen uns auf Ihren Daten beschädigt. Okay, zumindest war nicht alles scheiße, was Faro gemacht hat. Sehe ich das richtig? Ist da gleich der nächste Scheißeturm? Da ist der nächste Scheißeturm gleich um die Ecke. Dann würde ich sagen, Moment, da ist aber auch ein Lagerfeuer gleich um die Ecke, nämlich bei den Jungs, was da noch davor ist. Das scheinen wohl Burgrenz vermisste Jäger zu sein. Genau. Und das ist das Lagerfeuer. So, die Jäger halten Maulaffelpfeil und ich verabschiede mich mit diesem Nieser aus dieser Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir hier diesen Turm platt machen und uns um die drei Jäger hier kümmern. Ich glaube, auch genau in der Reihenfolge. Ich werde erst den Turm ausschalten und dann mit den Jägern quatschen. Nicht, dass sie auch blöde Ideen kommen und mitmachen wollen. Das wäre mir vielleicht nicht ganz so recht, aber das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Schaltet dann auch wieder ein. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund und tschüss.